sind wir auf der Hut. Wir schlafen in Särgen und träumen von Blut. Okay, wir sind ein bisschen platt. Anders aber recht viel Spaß. Nimm dich in Acht, denn wir sind von hier. Und unser Kuss ist älter als eins. Nimm dich in Acht, denn wir sind von hier. Du wirst keine Wahl. Oskar ist ein Schisser. Er hat Angst vor allem. Ja, richtig. Ich habe vor ein paar Sachen Angst, aber dazu gehörst nicht du. Ach, ihr benehmt euch wie Menschenkinder. Eure Streitereien haben in den letzten Wochen mehr Energie verbraucht, als ein Vampir benötigt, um einen Granitsackdeckel hochzuheben. Wie gut, dass Oskar kein Spiegelbild hat, sonst würde er sich vor sich selbst erschrecken. Und du bist so hässlich, dass selbst Fledermäuse die Flucht ergreifen. Das habt ihr jetzt davon! Sag, Nestor, kannst du schätzen, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Ich meine, wie lange wirst du brauchen, bis du das repariert hast? 5 Nächte, eure Weißzahnigkeit, vielleicht sogar nur 4. Schätz doch nochmal. 3 Nächte. Nestor, ich bitte dich, schätz doch mal richtig. 2? Da kannst du mal sehen, vor einer Minute wusstest du nicht einmal, wie man richtig schätzt. Und jetzt bist du sogar ein Experte darin. Tja. Oh. Wir Vampire sollten uns da, wo Menschen leben, nicht zeigen. Aus diesem Grund bist du zu überleben. Und genau das werden wir tun. Und zwar in der Zeit, in der eure Schlafgruft repariert wird. Und wir werden euch beibringen, dass ein Überleben in der Wildnis nur im Team möglich ist. Sorge, Teddy Mouthbeer. Du musst nur da rein, bis wir in der Wildnis angekommen sind. Während eines Überlebenstrainings muss man lernen, auf unnötige Dinge zu verzichten. Gruftine, was hast du denn da? Auch Haustiere haben auf dieser Tour nichts zu suchen. Gib das her, du Blödi! Her damit! Das hier wollte Oskar mitnehmen. Wie bitte? Ein Spray gegen Mücken? Ach, Oskar, Junge, was hast du dir dabei gedacht? Wir benötigen das Mückenanziehungsspray. Los, besprüh dich damit. Dieses Zeug stinkt ja ekelhaft. Das muss es auch. Es ist purer Nashornschweiß. Hier, Lady Kryptina, ich präsentiere Ihnen den Mückensauger. Den Trichter hält man in Richtung Mückenschwarm. An diesem Röhrchen wird dann gesaugt. Und schon hat man einen feinen Mund voller leckerer Mücken, die man leicht runterschlucken kann, oder man spuckt sie in eine Vorratsdose. Na siehst du, Oskar, das Fangen von Mücken in der Wildnis kann sogar richtig Spaß machen. Während eures Aufenthaltes in der Wildnis sollt ihr lernen, als Team zu arbeiten. Denn Vampire können nur überleben, wenn sie zusammenhalten. Entdeckung! Eure Unsterblichkeit, erlaubt ihr mir, dass ich noch eine Schätzung abgebe? Ich vermute, dass wir in 87 Minuten unseren Zeltplatz erreicht haben. Lecker knusprige Mücken. Ja, komm zu Fletcher. Oh Mann, verzieh dich. Na, Gruftinchen, vermisst du deine kleine Spinnenfreundin? Ich finde unser neues Zuhause ganz toll. Ganz super toll. Gruftine, Klott wohnt bei dir? Aber das bedeutet ja... Sieh fester, du Schwächling. Nenn mich nicht Schwächling, Weichei. Jessica!
Wir wollen hier etwas über Zusammenarbeit lernen. Lasst euch also nicht nochmal beim Streiten erwischen. Totes Ungeziefer! Meine Tageslichtlampe macht dir den gar aus! Ich glaube, dass ich einiges durch dich lernen kann. Was ist denn schon ein Vampir? Nichts weiter als ein Blutsauger mit Beinen. Viel ist es ja nicht gerade. Ich mach mal einen Kontrollflug. Guten Abend, Sterblicher. Ich meine, der Herr. Wären Sie bitte so freundlich und blenden mich nicht mit Ihrer Lampe. Das Mondlicht reicht doch völlig aus, oder? Da, sieh eine an. Sie haben da ja eine beeindruckende Sammlung von Blutegeln, mein Lieber. Sie kennen sich mit Blutegeln aus? Ich bin dafür Spezialistin. Durfte ich mir vielleicht einen ansehen? Schauen Sie, ich habe einige Aufzeichnungen zum Thema Blutsauger. Wir könnten uns in mein Labor zurückziehen und uns darüber unterhalten und einen kleinen Mitternachtssnack nehmen. Ja, ein kleiner Bissen wäre jetzt wunderbar. Notizen zum Thema Blutsauger müssen hier irgendwo sein. Ah, da sind sie. Interessant. Sie haben ja überhaupt kein Spiegelbild. Vampire! Ah! Du entkommst mir nicht. Das krönende Exemplar meiner Blutegelsammlung. Ein echter Vampir. Nun wird die Welt mich nicht mehr für verrückt erklären. Schon weicher, ist ein Los! Lass mich in Ruhe, Fletcher! Polidori, was hat er denn jetzt schon wieder vor? Hilfe! Ich komme gleich wieder! Polidori hat Lady Kryptina in seiner Gewalt. Sie ist in seinem Wagen und der ist mit Knoblauch gesichert. Oh, das war's dann mit ihr. Nicht, wenn wir alle zusammenarbeiten. Also ich habe einen Plan. Ich bin dabei. Einer für... Alle? Alle für... Einen. Das geht zwar schief, aber gut, ich bin dabei. Wo hast du Tintos Mückensauger? Oskar, es ist der falsche Zeitpunkt, um ans Essen zu denken. Lady Kryptina, machen Sie sich keine Sorgen, wir holen Sie da raus. Es geht los. Riecht es hier plötzlich nach Nashornschweiß? Jetzt!
Was soll das? Weg mit euch, Mücken! Ja! Hört ihr wohl auf, mich zu stechen? Ich werde bei lebendigem Leib aufgefressen! Hilfe! Jetzt! Geh auf, du blöde Tür! Kommen Sie raus, Lady Kryptina. Die Luft ist rein. Oh, ja! Die Zusammenarbeit der Kinder war so großartig, dass ich mich entschlossen habe, früher mit ihnen nach Hause zu kommen. Bis eure Schlafgruft wieder in Ordnung gebracht ist, müsst ihr hier schlafen. Und wie lange, schätzen Sie, wird das dauern, Herr Direktor? Nun, was soll ich sagen? Besser nicht, denn wir liegen mit unseren Schätzungen oft daneben.